Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Heart Gold im Zeichen... Heart Gold Randomizer im Zeichen der Wedlock Challenge. Ich will euch mal Spacken zeigen, der hat mich ziemlich beeindruckt und ihr werdet euch jetzt wundern, er beherrscht Drachenwut. Woran liegt das? Ja, ich habe da links auf der Route gekämpft und hat danach einmal oder sowas gelernt. Steigert Effektivität von schwächeren Attacken. Aha. Und da ist so ein Pokémon, ich weiß nicht, was das für ein Vieh war. Auf jeden Fall konnte das Drachenwut. Und dann habe ich hin und her geswitcht zwischen ihm und hier Darkhex. Und dann habe ich nach einmal benutzt, hat er die Technik dann genommen von, weil das die letzte war, die er eingesetzt hat. Und dann bin ich auf Flucht gegangen. So hat er jetzt Drachenwut. Und das ist ziemlich geil und wird mir bestimmt nochmal helfen. Und wir wollen jetzt auf jeden Fall oben in den Turm. Warum in den Turm? Weil ich da einen Pokémon fangen will. Und vor allem will ich dann gucken, was für eine Route dann berechnet wird. Weil wenn da gesagt wird, dass das Turmruine, wenn da Turmruine steht, dann kann ich nämlich noch ein Pokémon fangen. Und das ist ziemlich geil. Und zwar kann ich nämlich mit Kopfnuss in der Stadt nochmal gegen Baum hauen. Hauen! So, laber mir nicht zu. Ich möchte gerne gegen den Rivalen kämpfen. Habe ich irgendwelche guten Items, die ich vielleicht geben könnte? Flinkklaue? Ich gebe mal Flinkklaue und... Nein! Geben. Unserem Spacken. Giftstich. Kann das jemand gebrauchen? Wer hat Giftattacken? Keiner eigentlich. Na egal. Come on. Ich möchte gerne gegen den Rivalen battlen. Gegen Nepomuk. Mit meinem Spacken. Dann kann ich mal zeigen, was der für eine Power hat. So, Drachenwut. Feuer! Und Fliegklaue setzt ein. Jawohl, geile Sache. Und Level 21, cool. Nachahmer. Stachelspore. Drachenwut. Feuer! Oh, Nachahmer. Oh mein Gott, es hat überlebt. So, jetzt hat er zwei gute Attacken. Sehr cool. Ja, so spielt man, Leute. Oh Gott. Oh, das hat gereicht. Puh. Schattenstoß. Physisch. Stärke 40 Anwender erweitert Schatten und greift den Gegner von hinten an. Erstschlaggarantie. Stärke 40. Ja komm, Nachtnebel geht weg. Physisch sind wir sowieso besser, von daher ist das gut. Sherox. Erstmal müssen wir uns heilen. So, heilen, heilen, heilen. Los, los, los. Geil, wir haben Erdkräfte gelernt. Also... Spacken erweist sich vielleicht doch nochmal als ziemlich gut, muss ich sagen. So, Kampfstrahl erstmal. Erstmal schön verwirren und dann Vergeltung in sein Gesicht. Batsch! Also sollst du mich angreifen, du Affe. Sehr schön, danke. Batsch, tot. Super. Ein Lamus. Schattenstoß. Batsch. Alter, Darkhex geht so ab. Guckt euch das an. Batsch, weg. Unser bestes Teammitglied, würde ich sagen. Bla, 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 bla. So, jetzt schnell speichern. Sichern. Bevor noch irgendwas passiert. Haben wir jetzt eigentlich schon Pokémon hier gefangen? Ich glaube nicht. Ja. Die Musik. Oh, wir müssen auf jeden Fall ein Tränkchen benutzen. So. Ist das jetzt immer so, dass er neue Attacken lernt? Moment. Supertrank da. Oh. Nein, da. So. Ein Supertränkchen. Danke. Pokémon, wo seid ihr? Ein Pokémon. Es ist ein Gastrodon weiblich. Okay. Stachelspore. Stachelspore. Sag mal, willst du mich verrecken? Ich kann nichts machen. Kopfstrahl. Schlammbombe. Friss meinen Pokéball. Los. Hat nicht gewirkt. Alter, warum schlagen die sich eigentlich nicht selbst? Yeah. Oh mein Gott. Ah, super. So. Wasserboden. Ja, ein Spitznamen. Mir ist aufgefallen, ich habe zwei Elektro-Pokémon im Team. Das ist gar nicht so schön.
Das ist echt schade. So, speichern. Damit wir es nicht verlieren. Ah! Ah! Du, 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 du. Du, 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 du. Ich brauche einen Supertrank, glaube ich. Ja, einen können wir nochmal nehmen. Ach, nehmen wir noch einen. Weil wir haben es ja. Wir sind neureich, Leute. Neureich. Merkt euch das. So, mal eben was gucken. Strafattacke. Je stärker der Gegner durch Statusveränderung ist, desto stärker wirkt dieser... Hä? Je stärker der Gegner durch Statusveränderung ist, desto stärker wirkt diese Attacke. Das verstehe ich nicht. Na egal. Ist doch nicht so eine tolle Attacke. Schade. Ich habe schon gedacht, das ist jetzt die Oberattacke. Aber naja. Das ist so eine neutrale Attacke. Ja, das kann man ja echt vergessen. Ein Dummiesel. Schau mal. Strafattacke. Na toll. Drachenwut. Mann, 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 Mann. Hey, ich bin paralysiert. Super, geil. Aber immerhin bin ich nicht eingeschlafen. Patsch. Oh mein Gott, warum nur so wenig Damage? Bisaflor. So, erstmal paralysieren. Yeah, genau. Spark ist tot. Weißt du was, fick dich. Fick dich einfach. Dich und deine Mutter, du Hurensohn. Nehm mir ein anderes Pokémon mit ins Team. Darkex kommt auch gut alleine zurecht, ja. Der braucht niemanden. Lumanda, stirb. Geh verrecken. Mann. Oh, Spacken, ey. Meine Güte. Tja, das war's dann wohl mit ihm. Als nächstes möchte ich gerne Lilly und Enforcer einsetzen. Weißt du was, Spacken? Ich bin eigentlich ganz froh, dass du tot bist. Dich braucht sowieso keiner. Ich nicht. Ich nicht, hast du gehört? Nächster Trainer, bitte. Come on. So. Ein Vipites. Nett, Flammrad in dein Gesicht. Verbrenne. Burn, Motherfucker, burn. Na, hat das wehgetan? Brennst du? Brennst du, hä? Was ist das? Nein, ich möchte nicht zerbrechen. Den da unten möchte ich gern zerbrechen. Den da. Batsch. Oh, ich sollte vielleicht mal abspeichern. Wieder, bevor mir wieder der Emulator abkackt. So, da können wir uns ja bald an die Arena ranmachen. Ich habe keine Angst davor. Das wird schon schief gehen. KP Plus, nett. Ach, was ist jetzt los? Ich habe keinen Schutz, ne? Ich muss mal unbedingt Schutz kaufen. Oh, Mirapla, das hätte ich so gerne gehabt. Ich liebe Mirapla. Also, Giflor finde ich super geil. Jetzt müssen wir erstmal diese Dreckshunde freilassen. Ja. Nein, tschüss nicht. Oh, Rosarade. Tschüss. Tschüss. Swickron. Guck mich nochmal an. Es hat mir ins Gesicht geschaut. Ja, ja, Suicune ist so toll und überwältigt einen mit seiner Schönheit und seiner Eleganz, weil es so sexy und so geil ist. Hey, ein Gegengift gefunden. Kann ich dahinter laufen? Bitte, 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 bitte. Nein, das geht natürlich nicht. Ah, du Hure. Nein, habe ich ein Fluchtseil? Ich will hier... Oh, nein! Nidorina, oh mein Gott. Ich muss hier raus. Sonst wäre ich da depressiv. Habe ich ein Fluchtseil? Bitte, 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 bitte. Nein, habe ich natürlich nicht. Ich muss rauslaufen. Scheiße! Nee. Ah. Runter, runter. Oh, so eine gute Chance, ein Mirapla zu verfolgen, weil... Oh mein Gott! Mirapla ist... Männliches Mirapla, das passt irgendwie gar nicht. So ein Giflor muss weiblich sein. So, mal wieder schnell speichern. So, ich würde sagen, als nächstes gehen wir dann in die Arena, um da ein bisschen zu rocken. Und ich werde jetzt kein neues Teammitglied... Oder nehme ich ein neues mit für ihn? Entschuldigung, ich war gerade abgelenkt vom Fernsehen, den ich nebenbei laufen habe. Ich frage mich auch gerade, wieso? So, schauen wir mal.
Wen können wir denn mitnehmen? Ein Mädchen. Ich habe gerade ein Mädchen gefangen. Was war das noch? Ich hab's vergessen. So, Fabi... Ach, der hat ein Item, ne? Ich muss erstmal das Item von ihm wegnehmen. So. Nein! Geh mir nicht auf den Piss. Geh mir nicht auf den Sack! Oh mein Gott, was mache ich da eigentlich? So, Item. Item? Nehmen. Danke. Auf Wiedersehen. Verpiss dich. Mann, da hat das Vieh extra Drachenwut und wird dann erledigt. Was soll denn das? So, tschüss. So, mitnehmen. Oh, ich hätte meinen Noctuska gerne behalten und meinen Staraptor. Wasserbohnen. Ja, das hat keinen Sinn. Es hat echt keinen Sinn, das Vieh mitzunehmen. Wisst ihr was, ich bleib erstmal... Nee, ich muss es ja mit... Ich muss so schnell wie möglich dafür sorgen, dass mein Pokémon einen neuen Partner kriegt. Das heißt, ich muss jetzt Gastrodon nehmen. Ich habe gar keine andere Wahl. So, und damit es auch trainiert wird, fangen wir mit ihm in der Arena an. Oh, das war ein Fehler. Oh mein Gott. So. Nein. Oh. So, Tausch. Darkex. Mit Lilly. Danke. So. Ist das ein Shiny? Was waren das für Attacken? Aquawelle Schlammbombe. Aquawelle hat 60, 65 Stärke. Bin ich auch Spezialangriff, ist auch höher. Zieht offensive Wasserattacken an, die auf ein Pokémon zielen. Okay. Das heißt, er saugt die Pokémon, die Wasserattacken auf. Okay. Mal gucken, ob wir mit ihm irgendwas in der Arena reißen können. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Vor allem, wie wird es ausgehen? Wir werden es sehen. Dadadam, dadadam. Mega verbuggt. Ich kann alles sehen. Okay, ein Zubat. Das ist doch schon mal... Aquawelle. Batsch. Der Zubat ist jetzt nicht so die... Ja. Wenn sowas passiert, ist es natürlich scheiße. Immer dieser Flinch. Viel... Offenlegung. Muss ich gerade ein bisschen Angst haben? Ich weiß das nicht. Oh, oh. KP-Erholung, super. Oh, ich brauche neue Tränke. Yay, es hat sich selbst gekillt. Und Level Up für Lisa. Magma, friss meine Schlammbombe. Das müsste ein Kill sein. Ah, doch nicht. Weil wir haben auf jeden Fall... Oh nein! Was für ein Hex? Jetzt brenne ich auch noch. Ich brenne! Gardevoir. Das ist natürlich bitter jetzt. Oh nein. Das verwirrt. Ha, 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 friss das Hure. Ja. Weißt du was, da wechsle ich aus zu Darkhex. Das ist mir zu tricky gerade. Und ich gebe ihm einen Schattenstoß. Patsch. Sehr effektiv down. Genau, ein Sidraking. Einfach mal so. Beherrscht bestimmt auch Drachenwut. In diesem Stadium des Spiels müsste es da eigentlich beherrschen. Rauchwolke, deine Mutter macht Raub. Es funktioniert sogar. Ah, stirb. Weg. Oh, scheiße, wir sind fast Level 25. Okay, raus hier. Wir brauchen Tränke, wir müssen uns heilen. Okay. Und dann werden wir wieder in die Arena reingehen und weiter rushen. Kann ich vielleicht unserem netten kleinen Pokémon eine neue Attacke beibringen? Es beherrscht Wasser, es beherrscht Bodenattacken. Also auf worauf es steppert. Ich brauche noch was, was ihm hilft. Also falls er gegen andere Typen antreten muss. Kann er Psychoklinge lernen? Ist eine physische Attacke. Ist natürlich toll. Nein, Kraftkoloss kann er bestimmt auch nicht lernen, oder? Kampfattacke? Doch, kann er. Kann sie, meine ich natürlich. Kampfattacke, dann wäre ich gegen Unlicht gewappnet. Und gegen Normal-Pokémon. Und gegen Gestein. Ja, Lehmsula weg, komm. Scheiß drauf. Bestimmt kann er auch noch Surfer lernen, oder? Jawoll! Aber warum sage ich immer er? Ich meine sie. Ja, es muss erstmal so reichen jetzt.
Also jetzt eben einkaufen. Guillotine werde ich jetzt verkaufen. Ich habe erst gedacht, könnte man ja mal benutzen vielleicht. So, wie viel Geld habe ich? 4000. Da. 5 Stück, boah. Wir müssen auch unbedingt neue Bälle kaufen, fällt mir gerade ein. Verkaufen. Verkauf mal Guillotine, bitte. 1500, gar nicht so schlecht. Was können wir noch verkaufen? KP Plus, das gibt nochmal 4900. Scheiß drauf, ich brauche die Kohle. Ich bin jung und brauche das Geld. Was kann ich denn hier mit den Klettdorn? Kann ich das verkaufen? Teuer? 100. 100! Dein fucking Ernst? So. Kaufen. Ich möchte gerne Superbälle kaufen. Kann ich 10 Stück von kaufen? Yay! Ein Premierball dazu gekriegt? Ich glaube nicht, ne? Davon kaufen wir auch nochmal 5. So. Jetzt haben wir wieder mehr als genug. Und sind gewappnet. Aber Leute, wisst ihr was? Die Arena rushen wir jetzt im nächsten Part. Ich bin gespannt drauf. Ich hoffe, ihr auch. Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Und schaltet wieder ein, wenn es heißt Let's Play Pac-Man Hard Gold im Hard Gold Randomizer im Zeichen der Wetlock Challenge. Haust rein, schaust rein. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Euer Dengoku Senpai.